Die Sehkraft des Menschen ist der wichtigste Sinn, den der Mensch hat. Die Sehkraft beeinflusst weite Teile unseres täglichen Handelns. Und wenn ein Mensch teilweise oder sogar ganz seine Sehkraft verloren hat, dann kann das erhebliche Einschränkungen für sein tägliches Leben bedeuten. Die EBS-Methode ist in der Lage, Sehfeldverbesserungen herzustellen, wie es bisher nicht möglich gewesen ist. Wir müssen uns vorstellen, dass die Sehfunktion des Menschen durch das gesamte Sehsystem entsteht. Das bedeutet, es beginnt bei den Augen, was quasi die Linse darstellt, geht über die Retina, also die Netzhaut, die die optischen Signale in elektrische umsetzt und über den Nervus opticus, also den optischen Nerven, in den Hinterkopf des Menschen in die Sehrinde gibt. Patienten, die ihre Sehkraft aufgrund eines neurologischen Schadens wie Schlaganfall oder Schädel-Hirntrauma oder Glaukom verloren haben, haben beschädigte Nervenstrukturen innerhalb ihres Sehsystems. Und diese Nervenstrukturen können wir durch unsere schwach gepulste, genau auf den Patienten abgestimmte Elektrostimulation teilweise wieder reparieren. Die EBS-Therapie basiert darauf, dass Energie in die Nervenzellen eingegeben wird. Und die Vorstellung, die man heute hat, ist, dass durch die Eingabe von Energie an diese Zellmembranen stabilisiert werden. Die werden wieder aufgebaut und damit ist die Zelle wieder dicht. Und wenn die Zelle dicht ist, dann kann sie praktisch wieder selbst Energie liefern. Das ist das Ziel, dass die Zelle selbst wieder Energie leisten kann und damit wieder selbstständig arbeiten kann und wieder funktionieren kann. Das tut nicht weh, der Patient hat keine Beschwerden und insofern ist es eine Therapieform, die vom Patienten sehr gut toleriert wird. Diese Technik wird ja im Bereich der Neurologie schon angewendet und genau das ist für uns auch ein wichtiger Punkt gewesen, dass hier schon Erfahrungen vorliegen und wir das transferieren können im Bereich der Augenheilkunde. EBS hat einen Platz, der einzigartig ist, weil sich sonst niemand im Bereich Medizintechnik neuromodulationsmäßig um den Bereich Sehen und Sehverbesserung kümmern. Wir sind heute in der Lage, dass wir an 4 Zentren, 3 ophthalmologischen und einem neurologischen, die Therapie regulär anbieten können. Die Therapie kommt ohne chirurgischen Eingriff aus, man nennt das nicht invasiv. Sie hat nach bisher 1100 therapierten Patienten keine Nebenwirkungen und kann Patienten helfen, die bisher keine Alternative in Therapie zur Verfügung hatten. Wenn ich ganz konkret von der letzten Studie berichte, die wir auch für die Zulassung des Produktes verwendet haben, konnten wir bei Patienten eine Verbesserung des Gesichtsfeldes um 24% erzielen. Das bietet eben für diese schwer Erkrankten und deren Angehörigen enorme Hoffnung und auch Möglichkeiten, sich wieder ins normale Leben integrieren zu können. Ich sehe Farben klar, ich sehe weiter in die Distanz, ich kann Gesichter auf eine etwas weitere Distanz erkennen. Und das ist doch eine große Steigerung der Lebensqualität. Das EBS-Geschäftsmodell sieht vor, dass wir bis Ende dieses Jahres mit 8 klinischen Zentren kooperieren. Die Kooperation sieht so aus, dass wir unsere Technologie dort ohne weitere Kosten für das Zentrum zur Verfügung stellen und pro therapiertem Patient eine Mietgebühr für das System nehmen. In diesen Zentren haben wir in diesem Jahr vor, 300 Patienten zu therapieren. Im nächsten Jahr planen wir, 1100 Patienten zu therapieren. Dieses Geschäftsmodell hat den Vorteil, dass keine Investitionskosten notwendig sind für das Therapiezentrum. Für EBS ist es von großem Vorteil, dass wir nicht einfach nur ein Gerät verkaufen und das war's für EBS, sondern es ist eine dauerhafte Zusammenarbeit und Partnerschaft. Und von der versprechen wir uns unheimlich viel. Also ich komme gerade aus San Francisco zurück, wo die größte Fachmesse, könnte man so sagen, das größte Zusammenkommen von Medizintechnikunternehmern und auch Investoren stattfindet. Und dort war die Neuromodulation wahrscheinlich der interessanteste, spannendste Bereich zurzeit, auch wenn man sich die Investitionen ansieht, die getätigt werden. Das Unternehmen setzt das von Companisto eingesammelte Geld ganz gezielt für Projekte ein, die das Wertwachstum des Unternehmens steigern. Das heißt ganz konkret, der nächste Schritt, den wir gehen werden, ist, dass wir im Glaukombereich ein Register aufsetzen werden, das die weitere Verbreitung der Therapie und den weitflächigen Einsatz bei Glaukom ermöglichen wird. Zum anderen werden wir uns darum kümmern, kleinere klinische Projekte anzustoßen, die zukünftige Therapiefelder für das Unternehmen erschließen sollen. Also das Potenzial ist sicher enorm, die Nachfrage ist sehr groß. Das ermöglicht uns auch eine relativ rasche Expansion, zunächst mal in benachbarte Länder. Daher ist es auch wichtig für uns, Kapital einwerben zu können, damit man diese Expansionsstrategie vorantreiben kann. EBS ist für Companisten interessant, weil es eine absolut neuartige, innovative Therapie hat, gleichzeitig schon relativ weit entwickelt.
entwickelt ist, also wir sind im Markt heute, dann ist es in einem medizinischen Feld, Neuromodulation, noch besser, nicht-invasive Neuromodulation mit einer bewiesenen Wirksamkeit und nicht zuletzt natürlich in einem der stabilsten Märkte, dem Medizintechnikmarkt, der aufgrund der demografischen Entwicklung, immer älter werdende Bevölkerung, zunehmender Bedarf für Medizintechnik, frei von irgendwelchen Schwankungen, einem guten Wachstum unterlegen ist.